Heute habe ich eine super, super leckere No-Bake-Erdbeer-Kühlschranktorte für euch. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, gibt es im Sommer was Leckereres? Leckereres als No-Bake-Kühlschranktorten? Ich denke mal nicht, gerade wenn es so warm ist. Eine schöne, erfrischende Kühlschranktorte ist doch auf der Kaffeetafel oder als Nachtisch oder einfach mal als zwischendurch immer wieder ein Highlight. Wir starten heute mit einer leckeren Erdbeer-No-Bake-Torte mit Mascarpone und Erdbeerpüree aus frischen Erdbeeren. Und ich habe auch diesen Sommer schon einige geplant für euch. Also ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf mehr No-Bake-Kühlschranktorten freuen. Wir starten los mit den Zutaten. Ich will euch nämlich gar nicht lang auf die Folter spannen. An Zutaten benötigen wir 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm 20%igen Quark, 200 Milliliter süße Sahne, 60 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Sofortgelatine. Alternativ könnt ihr auch drei Blattgelatine verwenden und diese nach Packungsanweisung zubereiten. Außerdem benötigen wir einen guten Esslöffel Erdbeerkonfitüre, ein Päckchen Vanillezucker. Alternativ könnt ihr natürlich auch Vanillearoma oder Vanilleextrakt verwenden. Außerdem benötigen wir Erdbeerpüree. Dieses habe ich zuvor hergestellt aus 300 Gramm frischen Erdbeeren, die ich vorsichtig gewaschen habe, anschließend von ihrem Grün befreit, in kleine Stücke geschnitten, fein püriert und zu guter Letzt habe ich noch die Kernchen rausgesiebt. Des Weiteren benötigen wir noch für den Boden zwei Waffelblätter. Diese sind optional. Ihr könnt natürlich auch einen Keksboden oder auch einen gebackenen Boden verwenden. Zuerst schneide ich die Waffelböden zurecht. Dazu nehme ich einen 18 cm Backring und schneide zwei Kreise mit einem scharfen Messer aus. Das erste Waffelblatt lege ich mit der groben Seite nach unten auf einen Tortenretter, bestreiche dieses mit der Erdbeerkonfitüre, lege das zweite Waffelblatt obendrauf und stelle den Boden kurz auf die Seite. Als nächstes wird die Sahne steif geschlagen. Achtet bitte darauf, dass diese eiskalt und frisch aus dem Kühlschrank ist. Und nun gebe ich zu dem Erdbeerpüree den Quark, Mascarpone, Zucker und Vanillezucker und rühre alles mit meinem Handrührer glatt. Gebe anschließend die Sofortgelatine dazu, rühre diese ein und hebe zu guter Letzt noch die steif geschlagene Sahne unter. Um den vorbereiteten Waffelboden gebe ich nun einen 20 cm Backring. Wenn ihr keine Backringe habt, könnt ihr natürlich auch einen verstellbaren Backrahmen oder alternativ natürlich auch einen Springformrand verwenden. Hier gebe ich die Creme schließlich hinein, streiche diese mit einer kleinen Winkelpalette glatt und stelle die Torte in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird der Fruchtspiegel zubereitet. Dazu benötigen wir noch einmal Erdbeerpüree. Dieses habe ich aus 200 Gramm frischen Erdbeeren schon vorbereitet. Außerdem benötigen wir ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen roten Tortenguss und etwas Wasser. Das Erdbeerpüree habe ich in einen Messbecher gegeben und fülle dieses nun mit dem Wasser bis zur 250 Milliliter Marke auf. Anschließend kommt dieses in den Kochtopf mit dem Vanillezucker sowie dem Tortenguss und wird nach Packungsanweisung unter ständigem Rühren aufgekocht. Die
Die Torte ist nun schon etwas angezogen, der Guss ist 10 Minuten ausgekühlt und nun verteile ich diesen vorsichtig mit einem Löffel auf der Oberfläche. Die Torte sollte nun 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Anschließend könnt ihr sie dekorieren, so wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt sie so lassen, wie sie ist, oder auch mit Sahne, so wie ich das gemacht habe, dekorieren. Ich habe hier eine vegane Schlagcreme, da diese nämlich schön weiß ist, habe diese schon steif geschlagen und in einen Spritzbeutel gegeben. Ich verwende verschiedene Aufsatzhüllen, die ich ganz einfach zwischendrin mit Hilfe des Adapters austauschen kann und damit dekoriere ich die Oberfläche meiner Torte. Das Rezept findet ihr zum Nachlesen auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard, hier auf dem i und auch hier unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht die Torte auf jeden Fall einmal nach. Die ist nämlich echt super, super lecker. Egal ob mit Sahnehäubchen oder ohne Sahnehäubchen. Da könnt ihr ganz variabel sein, so wie ihr das gerne möchtet. Wenn ihr noch weitere Sommertorten von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben in der Playlist vorbei. Denn ich habe in den letzten Jahren doch schon einige erfrischende Sommertörtchen hergestellt. Und hier unten auf dem Foto könnt ihr mir gerne ein kostenfreies Abo dalassen und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart, einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.